Flupp. Drink more, feel less. Yes, please. Mehr trinken, weniger fühlen. Wunderbar. Ja, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal abrocken. Here we go. Dich entschuldigen oder die Meinung sagen. Zwei gegen einen und die sind gerade irgendwie ein bisschen. Na? Scheinen irgendwie auf Krawall aus zu sein. Ihm die Meinung sagen, nee, ich sag ihm einfach mal, ey, tut mir leid. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Don't care either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. Okay. Jetzt guckt sie zu der Treppe und meint vielleicht, dass da oben eine gute Aussicht wäre, aber wir haben einen neuen Dialog freigeschaltet. Wer war der Typ gerade? Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Okay. Dieses, dass er ein Freund wäre, kam irgendwie ein bisschen zögerlich. Okay. Das sieht sehr wackelig aus hier oben. Okay. Yeah. Erstmal fett abrocken. Bleiben, dich entschuldigen oder weggehen? Das hat ja mit Entschuldigen schon mal super geklappt. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butt hurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. This is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Hey, dickhead. Wähle weise, diese Tat wird Konsequenzen haben. Angreifen oder wegrennen. Sie hat definitiv gerade richtig Schiss. Und jetzt gerade sind die abgelenkt. Wegrennen. Oh.
Rachel? Das ist also Rachel. Nichts wie weg hier. Na, das war ja eine heikle Nacht. Ist schön dem Tod von der Schippe gehüpft, ne? Düm, 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 düm. Ist das eine Kerze rechts, oder? Ja, erstmal schönen morgens früh einen durchziehen, direkt nach dem Aufstehen, ist natürlich optimal. Das Kapitel heißt Erwacht und wir sind gerade erwacht und ich bin gespannt, was wir erleben werden. Wir stehen einfach mal auf. Genug am Joint gezogen. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise, right? Die Erinnerung hat sie alle noch, ne? Hier hängt dieses ganze Piratenzeug, womit wir uns als Kinder verkleidet haben, das Bild, das Foto. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. So. Seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? I smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ist
Sie schreibt also noch in ihr Tagebuch quasi ungelesene Briefe an Max. Also sie schickt nicht mehr Nachrichten oder SMS oder was auch immer oder verschickt die Briefe. Sie schreibt einfach nur noch ins Tagebuch, weil sie davon ausgeht, dass Max es ja sowieso nicht liest. Man, I am killing it this year. Somehow I don't think Mom's going to feel the same way. Chemie unbeständig, vermag mehr zu leisten, Abwesenheit, Englisch D, Elternabend empfohlen, Sport C, stört den Unterricht, amerikanische Geschichte D, schwierig, unkonzentriert und abwesend natürlich immer, Geometrie, unkonzentriert, Nachhilfe verfügbar, abwesend, ja. Wegwerfen, ah, komm, schmeiß weg, braucht auch keiner. Ja. No one needs to see that. Thank you. I'd like to think my humor has improved with age. Warum kannst du nicht positiver sein? Verbessern. Better living through chemistry. MJ420? Warum kannst du nicht positiver sein? Was bedeutet denn MJ? Mach mal den Wecker aus. Wake and bake is part of a healthy breakfast. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Okay, wir wissen also jetzt mit Sicherheit, dass es Rachel war. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Okay. Leute. Scheiße. Okay. Wait, what? Who? What photo? An Chloe Price betreff Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto anzusehen, klicke auf folgenden Link. Ja. Können wir aber nicht draufklicken. Most of them are not good feelings. Rachel Firewalk, Trevor Knight, Victoria, du siehst scharf aus. Wer ist die Süße in deinem Arm? Deborah irgendwas, Deborah Borgen, glaube ich. So ein Scheiß, Küsschen. So ein Spaß, Küsschen. Dana hat geschrieben, Glamour, du hast es drauf. Wer ist Deborah Borgen, die im Foto mit Rachel, Rache, du bist so umwerfend, ich hasse dich, hat Juliet geschrieben. Und wer ist Armand? Alter, das ist Chloe Price. Victoria Taylor war Rachel nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich hab mich gewundert, wo sie ist. Burn? Okay. Victoria? Oh nein. Das war nicht so gemeint. Es hat so viel Spaß gemacht. Alyssa, eine äußerst intelligente Unterhaltung. Okay. Na gut. Weiß ich auch noch nicht so viel mit anzufangen, aber... Natürlich zerbrochen. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Okay, cool. Aber wir wissen schon mal, dass Victoria uns auch nicht so gerne mag. Was haben wir denn hier? Piratenhut? I bet Long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. How do I want to express my teenage angst today? I used to love skateboarding.
It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Okay, umziehen machen wir gleich, eben mal alles angucken. I was too young to go. She was wrong, and it was awesome. Oh, was haben wir da? As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Ich habe die alle gespeichert. Du musst das Foto löschen, auf dem ich tanze. Nur mit dir lasse ich mich so gehen. Frohes zweimonatiges Jubiläum, Elliot. What? What? Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Die haben wir auch im Hauptspiel gefunden, die CD. Interessant, interessant. Mr. Hai, oder was stand da? Mr. Hai-Fi. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Blah. Was ist das? I used to dream of riding a unicorn as a kid. But then all the unicorns died. Genau. No more unicorns, no more princesses, and no more fucking rainbows. Guck mal, da können wir jetzt wieder ein Graffiti draufsetzen. Verlorenes Einhorn. Ah, guck mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Words of wisdom, don't fail me now. 100% der Schüsse oder Genie ist. Genie. Genie finde ich gut. Just ask Steve Jobs. Genius is 1% inspiration, 99% LSD. Adapt or die. Sehr schön. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Rabe, Schmetterling, Bonus-Outfit oder Firewalk. Das Bonus-Outfit für die Vorbesteller-Edition, also das Game vorbestellt. Ziehen wir das mal an. Chloes Klassiker-Vorbestellung. Okay. Wir können, meine ich, sogar ein paar Mal die Klamotten wechseln, also dürfte das kein Problem sein. Wir können sogar uns jetzt noch weiter umziehen. Mal eben schauen. Was sagt denn der Rabe? Nee, nö, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das Firewalk-Outfit interessiert mich auch noch sehr. Das T-Shirt haben wir uns ja geklaut. Ist auch nicht so umwerfend. Also schon cooler als der Rabe, aber... Wir versuchen nochmal den Schmetterling. Schmetterling, Schmetterling, Gackerling, Gackerling. Tja, auch cool, aber ich glaube, wir nehmen einfach mal das Vorbesteller-Outfit. Zack, dafür haben wir es ja. Und dann auf geht's. Erstmal lecker frühstücken. Zack. Can't leave without my vitamins. Ah, das sind also ihre Vitamine. Na gut, dann. Dann gehen wir einfach mal frühstücken, wa?
Where's my phone? God, it's not here. How drunk was I last night? Hey, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with Mom's. Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. So, wir sollen also das Handy nehmen und uns anrufen. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Na. Sounds like my phone is definitely nearby. Okay, wo denn? Da liegt es. Ah, guck mal. There we go. Wonder how many calls I've missed. Eine Nachricht von Elliot und eine von Mutti. Kommst du irgendwann nach Hause? Chloe, bist du zur Sperrstunde zu Hause? Und das wird Konsequenzen haben. Um 1.17 Uhr. Okay. Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Aha, okay. Verstehe ich nicht. Hast du Chemie erledigt? Nö. Ach so, das dritte Mal Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, ja. Okay. I think I saw Mom's purse in her room. Okay, die Handtasche mitbringen. Schublade. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Wir haben kein Geld. Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Ja. Motivationssprüche, wenn man einen Menschen verloren hat. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Mom's finally making her bed again. I guess that's a good sign. Ja. Das ein gutes Zeichen ist. Bad enough that David comes here for dinner. Erstmal ein paar Kondome gefunden, super. Kette. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now. Oops. Die war ja noch gar nicht fertig. I hate that she hides all our old pictures of Dad. What's the matter, Mom? You don't want Dad to see your new boyfriend? Auf der Kommode abstellen. Das können wir mal machen, finde ich. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Thank you.
Ein Ring, okay, das wird der Ehering sein. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get grade B. Fuck you, Arcadia Pawn. Wait, Mom's selling her engagement ring? Diamantring, fast farblos, Grad B. Versicherungswert 1200, Barwert 300, Kreditwert im Geschäft 500. Nur eine Schätzung. Okay, bringt also schon den Ehering ins Pfandhaus. Das Geld ist echt knapp. Yeah, that really makes me want to hurry. Coming, Mom.